Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Story of Seasons. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist das Frühlingsderby und wir gehen mal schnell gießen und dann schauen wir uns mal an, was das genau bedeutet. Nicht wahr? Ja, bevor du hier abhaust. So. Und hüpp. So, wir grinden uns weiter hoch. Heute ist ein Feiertag dann, ne? Wenn Frühlingsderby ist, dann ist ja heute Feiertag, wa? Ich kann ja heute wieder nichts machen, du. Oh mein. Okay. Ihr habt's gelesen. Es stand da. Jawohl. Keine Wahl. Aber nicht, dass ich heute was kriege wieder da. Morgens wieder Donnerstag, hat die Schmiede wieder zu. Mei. Krieg ich einen Krampf, ehrlich. Da sollst du keinen Headcasper kriegen, ehrlich. So. Letzten Felder gießen, dann mal eben schnell gucken gehen. Was hier auf dem Feld noch abgeht. Wir müssen auch noch die Hühner rauslassen. Und dann müssen wir zum Derby. Ja, ja, komm, heul nicht rum, du. Na ja, Kopf, ehrlich. Vielleicht können wir da Fettkohle gewinnen. So, sterzig. Und so fröhlich aus. Alle sehen fröhlich aus. Glocke läuten. Gucken, was wir hier finden. Das ist hier gar nicht los. Ich glaube, die Sichel muss ich auch irgendwie noch verbessern, aber ganz ehrlich. Wer weiß, wie viel wir die brauchen. So. War mir klar. Was ein Ärger. So, dann lass uns mal zum Dorfplatz gehen, gucken. Was ist denn hier los? Hallöchen, wusstest du, dass am Rennen auch Pferde von der Jodler Ranch teilnehmen? Allerdings werden sie von anderen Leuten geritten. Sieht so aus, als würde eine Menge Leute bei diesem Ereignis dabei sein. Früher hat sogar der alte Mugi am Rennen teilgenommen. Hast du Tickets gekauft? Ich habe jede Menge gekauft. Kann ich Tickets raufen? Ich will Tickets raufen. Bist du denn? Ah, deswegen bist du nicht da. Willkommen! Bist du bereit für das Rennen oder möchtest du ein Rennticket kaufen? Ich gebe auch die Preise aus. Tickets kaufen und Rennen starten. Du möchtest ein Rennticket, hervorragend, aber denk dran, sobald du eins kaufst, beginnt das Rennen. Was kostet denn eine Medaille, wenn ich jetzt so mache? 50, ja? Das heißt also 35, weil Julian so wahrscheinlich der Gewinner ist, ja? Oder haben wir jetzt einfach ein bisschen was gemacht. So.
Weil doch gleich stand. Easy. Kobi, Target, Julian. Alle Ergebnisse sind endgültig. Die Ausstattung für das erste Rennen ist wie folgt. Okay. Medaillen kann man gegen Preise eintauschen. Ich möchte noch ein Rennticket kaufen. Also der am wenigsten bringt, verstehe. Der am wenigsten bringt, ist auch der am wahrscheinlichsten gewinnt. Genau. Der die meisten Medaillen bringt, hat die höchste Wahrscheinlichkeit zu verlieren. Boah, der gibt aber Gas hier. Hoppa, hoppa! Nicht schlecht, Herr Specht. Zwei Medaillen, weil der gewonnen hat. Weil er der wahrscheinlichste Gewinner war. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, Geld auszugeben. Ich habe jetzt genug Geld ausgegeben. Preis abholen. Eieiei. Gesichtsmaske macht deine Haut geschmeidig und sanft. Wir brauchen 1000 Medaillen. Das war ja spaßig. Tschö. Kann ich da noch rein? Nee. Dann hier. Ich will, dass der gewinnt. Komm, gib mal, tritt mal dein Pferd da, du Hund. Musst du ihm nicht nur Pommes zu essen geben, dann wird er doch was. Ah, wartet. Oh, Ende. Schön. Das war ja spannend. Das hat Spaß gemacht. War eine Scheiße, Alter. Nur Geld verloren. Bei dem ganzen Rotz. Massenweise Geld ausgegeben. Schön, dass du zu mir kommst. Macht's mir einfacher. So. Ja. Lass mir die Gurken in Ruhe, so. Dann steck ich dir gleich eine Möhre in den Arsch. Freundchen, ey. Wird man nicht merkwürdig hier. Nachher frisst er noch wirklich die Gurken, weil ihm das gefällt mit der Möhre. Also können wir heute wenigstens den Rucksack holen. Ich glaube, wir hatten schon 7000, ne? Wir haben jetzt richtig Geld ausgegeben für den Scheiß. Richtig Geld verloren durch den Rotz. Kenno, moin. So, ihr könnt euch rauskommen, ne? Die Sonne scheint.
dem Rotz. So, dann gucken wir mal. Die Schmiede wird heute nicht aufhaben, es ist Donnerstag, ne? Oh doch. Tresen, ja. Donnerstag. Toll. Also, vom Pech verfolgt, ehrlich, ey. So. Von dir möchte ich aber gerne den Rucksack bekommen. Wir könnten Steckdrüsen, Kartoffelgurkensamen, ne? Bringt uns ja nicht viel. Tiere wie Kühe. So, vielen Dank für den Rucksack erstmal. Aha. Das sieht doch schon nach mehr Space aus. I'm a spaceman, got a rocket on my back. Mm-mm. Prost. Suchen wir erstmal noch ein Holz, damit wir die Axt upgraden können. Auf und zu heulen. Steh nicht dieses Geflänne. Ich kann es nicht mehr hören. Na, ich hätte mir das Spiel ein bisschen größer gewünscht noch, ne? Also von der Fläche her, wo man hingehen kann, so meine ich jetzt. Oben auf dem Berg war noch was, ne? Zum Bekloppen. Nee, doch nicht. Da waren viele Pflanzen jetzt, oder? Die können wir nicht mehr nehmen, aber die. Und die. Und die. Alter, wie viel? So. Jetzt gehen wir hier rein. Ein bisschen entspannen. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen kloppen hier in der Mine. So, Prost. Also mich würde ja schon reizen, herauszufinden, was diese Dragon Balls für Arme können. Aber wenn ich überlege, wie viel Geld ich dafür ausgeben muss, alter Schwede. Aua. Nicht mehr, wie viele Schritte man gemacht hat. Aha, alle Hammer ist schon fertig. Ein bisschen Knete brauchen wir noch, dann können wir drei Tools aufwerten. Heul nicht rum, Junge. Wir müssen ein bisschen. So,
sammeln. Ja, ist doch gut, komm. Ohne Fleiß kein Preis, ohne Schmerz kein Erz, verstehst du? Hey, hast du in letzter Zeit etwas von deinem Vater gehört? Nein, nicht ein Wort. Er ist nicht nur abgehauen und hat Mama krank zurückgelassen, er hat sich noch nicht einmal gemeldet. Was für ein Idiot, oder? Hey, fahr mal deine Krallen ein, Kumpel. Er ist nur fortgegangen, um eine Heilung für deine Mutter zu finden, oder nicht? Das tut nur jemand, der wirklich sehr um seine Familie sorgt. Nun ja, okay, vielleicht. Und da er gerade nicht da ist, musst du Verantwortung übernehmen und dich um deine Mutter und Popuri kümmern, verstanden? Ja, schon klar, das weiß ich natürlich. Gut, wenn wir schon dabei sind, gehen wir nach Hause? Ja, und danke, Karen. Seine Mama ist krank. Was hat seine Mama? So, wir versuchen nochmal eine Runde zu haken. Alles so lange, ne? Um 19 Uhr gehen wir raus. I'm a spaceman. Alter. Fuck. Naja, hör auf zu heulen. Ich gerade wirklich am Überlegen, Alter. Ich stelle mir vor, jetzt Gold. Na, hier ist auf jeden Fall schon mal Silber. Junge, auf zu heulen. Mir kann das all nicht mehr, du. Tatsächlich. Ja, kommt mir auf zu heulen. Vielleicht finden wir ja noch ein Stück. Mach jetzt. Beide Pimmeln, also ehrlich, ey. Schade. Aber sehr erfolgreich gewesen jetzt, also nicht schlecht. Der Specht. So, ab in die Falle mit euch. Na, siehst du, wieder 1000 Piepen gemacht. So muss das, wo? Aber ich hab doch jetzt nicht 1000 Gold bekommen. Also 1000 Geld.
So, jetzt können wir aber auch endlich upgraden gehen. So, also, wir gehen jetzt gleich die Gießkanne upgraden. Dann werden wir als nächstes die Hacke und den Hammer upgraden. Dann sollten wir ja schon die restlichen 2000, die uns fehlen, haben. Dann müssen wir gucken, dass wir weiterhin die Axt irgendwie upgraden können. Müssen auch noch gucken, dass wir ein bisschen Knete zusammenbekommen, damit wir unser Haus mal upgraden können. Moin! Moin! Okay. So, dann. Ich hoffe, ich muss das Erz jetzt nicht dabei haben. Ich möchte gerne etwas verbessern. Meine Gießkanne. Hä? Jetzt 62 GP? Ich brauche das Erz. Das verwirrt mich jetzt. Wenn ich die Gießkanne verbessere, also ich muss Erz immer dabei haben, so viel schon mal zur Frage von vorhin. Wenn ich jetzt... Wofür sind die EP? Das habe ich nicht gerallt jetzt. Ich verstehe nicht. 1000 Schritte da unten steht's, okay. Habe ich nicht rausgeläutet? Das tut mir leid, hier. So, wir gucken, ob wir noch ein Stück Ast finden. Oder ein Blümchen. Und der ist irgendwie immer hier, ne? Okay, die einzige Möglichkeit ist abzuraden. Immer wieder zu den beiden Ästen gehen, die da sind. Rennt der weg, wenn er mich sieht? Ja. Kann man bestimmt später irgendwie anlocken.
So, okay, wir haben also echt nur zwei Stöcke, die wir haben können, ne? Das ist auch echt ein Krampf. Ah, du wolltest gerade kommen und die Sachen abholen, ne? Ich denke, es ist Zeit für die Geburt. Ein wunderschönes neues Küken. Kalle. Oh. Hallo Mekko. Morgen findet um 10 Uhr der Kochwettbewerb auf dem Hauptplatz statt. Du kannst daran teilnehmen, indem du einige deiner kulinarischen Kreationen mitbringst. Es würde mich freuen, dich dort zu sehen. Ich kann nix. Ich kann nix. Ich kann gar nix. Aber es wäre ja nochmal eine Herausforderung, jetzt schnell was rauszufinden. Ich glaube, es gibt einen Kochkanal im Fernsehen. Behalten wir mal alles. So. Plötze ist happy und sauber. Oh, die rennen direkt alle raus, wenn man gebimmelt hat. Steht da irgendwo drauf, wie viel? 12. Wir müssen neue Säcke kaufen. So viel steht fest. Okay, mal eben schnell was Feld rasen. Die Sichel benutzen, wenn wir können. Gibt es einen Kochkanal? Ich habe ja nicht meine Küche. Wie will ich denn kochen? Oh, guck mal, ich kann die Farbe ändern. Cool. Oh. Naja, ohne Küche nichts kochen, wa? Also erstmal hier, machen wir ab. Dankeschön. Achso. Ich musste schnell zurück. Ganz kurz. Ich brauche ein neues Erz, sonst wird das ja nichts. Thank you.
Was ist eigentlich Provision? Also, die könnte jetzt zwei, jetzt kommen die drei. Alles klar. Dann gehen wir nochmal oben in den Shop. Flotti Karotti. Morgen ist wieder ein Feiertag. Wer bist du denn? Oh, der Kochwettbewerb ist morgen, oder? Klasse, ich kann kaum erwarten, endlich was mit Anstehendes zu essen. Hat das kurz? Ja, okay. Unser Schreiner. Schreinerli. So, heute war zu, ne? Samstag, ne? Ne, doch nicht. Du sag mal. Ich kann so tun, als hätte ich die gemacht. Hau ab! Ja, jetzt gehen wir nochmal Haki Haki machen. Gucken, ob wir was finden. Achso, apropos Haki Haki machen. Wir haben jetzt eine silberne Gießkanne und die sollte ein bisschen was mehr können. Verbraucht auch mehr Ausdauer jetzt, wenn ich das mache. Ist ja auch komisch. Verbraucht weniger Wasser. Ich muss also nicht so schnell dahin rennen. Aber ich verbrauche mehr Ausdauer. Ist ja oben jetzt, wenn ich das mache, fast ein halber Balken weg. Ich habe gedacht, ich spare damit Ausdauer. Komisch. Komisch, alles komisch, ne? Denn rum. War es ja nicht mehr getroffen. Also tu nicht so, als wäre es anstrengend gewesen. Sehr schön. Puh. Einfach ein Affe rumrennen, das ist auch geil. So, ab ins Bettchen. Verkaufen, ab ins Bettchen. Behalten eine Gurke und so. Ich kann mir vielleicht einen Gurkensalat machen. Ach scheiße, du bist schon da. Halt Nummer 2. Vielleicht brauche ich das auch. Ich habe keine Ahnung. Bitte schön. Nimm mit, warte, Chris, Junge. So. Ach, nichts abgeben. Das ist super. Erstmal speichern wir. Wir sind schon bei 35 Minuten. Wir machen hier ein Cut. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Du kannst das Ganze hier einfach bing bing machen. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und dann sehen wir uns doch hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Story of Seasons. Hau rein, mein Freund. Ciao.